Ja, hallo Guys. Die Ausgangssperre in Bayern ist gestern also verkündet worden, gestern Samstag Vormittag und vollzogen. Also es fahren jetzt hier so ja, Krankenwagen durch die Gegend mit Blaulicht, die halt durchsagen, man darf nur noch das Nötigste tun, etc. etc. Aber man hat ja auch das im Fernsehen gesehen. Ja, Auslöser dafür war, glaube ich, die Tatsache, dass es in Bergamo, also in Norditalien, eine wunderschöne Gegend, by the way, eine explosionsartige Anstieg gab von Toten bezüglich des Coronavirus. Ich glaube, so 400 oder 600 Tote, irgendwie was, innerhalb eines Tages. Naja, und jetzt hat man eben hier in Bayern, was ja doch ein Grenzland ist, einfach kurzerhand diese Entscheidung getroffen. Ich habe immer den Fokus rausgeholt. Ausgangsbeschränkungen in Bayern verordnet, darf ich jetzt noch zum Supermarkt. Natürlich darf man noch zum Supermarkt, man darf zur Drogerie und alles. Und man darf halt auch draußen mal kurz Luft holen und einfach mal kurz ja, sich die Beine vertreten. Also im Gegensatz zu Italien selbst oder auch Spanien, ja, da wo du nur noch raus darfst, wenn du eben zum Supermarkt gehst oder halt mit dem Hund Gassi, ja. Also wenn du keinen Hund hast, dann hast du schlechte Karten, dann kannst du nicht mehr Luft schnappen. Ja, all diejenigen, die natürlich einen Garten haben, so wie ich, die haben natürlich dann entsprechend ein paar Vorteile. Was ich halt auch krass finde, dass es gestern an Nacht geschneit hat. Ja, mal im Vergleich dazu, dass ich hier auf meiner Terrasse am Freitag mir sozusagen eine kleine Vitamin-D-Dusche gegeben habe. Also da waren es ungefähr. In der Sonne waren es gefühlt 25 Grad bis 30 Grad. Also in der Sonne, bei mir staut sich in der Terrasse ein bisschen die Hitze. Da haben wir gedacht, hey, Vitamin D, Sonne ist gut für Antikörper und für Immunsystem. Ist eh alles irgendwie am Boden momentan. Ja, dann hocke ich mich da mal 2 Stunden rein in die Sonne. Hat wirklich gut getan. Und am Tag später schneit es. Also irgendwie das Chaos, was wir irgendwie in der Wirtschaft haben und in unserem Planeten, spiegelt sich auch im Wetter wieder. Also, wenn wir mal sehen, was die nächsten Jahre so bringt für uns. Also, das ist ja nichts Neues, auch für die meisten von euch, aber was hat das jetzt mit unserem, wie wirkt es jetzt auf unseren DAX und so weiter aus? Und ich habe ja gesagt, ich bin am Freitag aus 2 Drittel meiner Short-Position rausgegangen. Ich habe meine Vola, mein VIX Future habe ich verkauft, weil der hat ja in der Spitze 250% ungefähr gemacht in den letzten 2 Wochen. Und dann ist er ein bisschen zurückgegangen. Also der schwankt natürlich auch die ganze Zeit, ist ja klar, wie alles andere auch. Und ja, am Freitag ist er dann nochmal runter um 18%. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe mir schon seit Mitte der Woche hab mir gedacht, ja, der Markt beruhigt sich etwas und jetzt nehme ich halt einfach mal da die Gewinne mit. Ja. Also da habe ich habe da so ein ETF, so einen Tracker halt gekauft, ne? Natürlich kein Future selbst. Und weil da braucht man ja etwas größere Konten, so 1 Million oder sowas. Und dann habe ich da einfach, sagen wir mal, ich habe den für 800 Euro gekauft und habe den dann für über 2000 verkauft, sowas in der Richtung. Also hatte sich gelohnt und wollte einfach auch mal Gewinne mitnehmen. Jetzt stellst du natürlich die Frage, war das jetzt halt ein Fehler oder war das jetzt zu früh, aus den Short-Positionen rauszugehen? Ich denke mal, dass wir nicht immer eins zu eins das, was an der Börse passiert, mit dem, was hier in der realen Welt oder in der Realität passiert, sozusagen vom Zeitpunkt her eins zu eins immer sehen können. Ich denke mal, dass hier, auch wenn wir jetzt in Bayern die Läden dicht machen, ja, dass das jetzt keine so starken Auswirkungen haben würde, jetzt noch, also allein diese Sache auf irgendwelche Börsencharts, weil für uns hier, die jetzt in Bayern wohnen, ist natürlich jetzt halt sehr dramatisch. Aber ich denke mal, dass die Börse oder die Märkte letztendlich davon schon längst ausgegangen sind, dass das sowieso passiert, ja. Es wurde in Tschechien durchgeführt, es wurde in Spanien durchgeführt, es wurde in Italien durchgeführt, es wurde in Belgien durchgeführt. Also in Belgien dauert der Shutdown, glaube ich, noch eine Woche oder zwei. Also das ist am kürzesten. In Spanien noch 2 oder 3 Wochen, etwas länger. Also viele machen wieder so ab 4. Mai dann auf.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Nur weil du jetzt halt hier, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Münchner bist oder ein Bayer bist, ja, bist du jetzt natürlich sehr stark betroffen. Aber der Markt spiegelt ja immer das Gesamte wider. Ja? Also von daher dich nicht so mitreißen oder täuschen lassen. Ja? Also das will ich damit nur sagen. Ich hab bis jetzt auch noch nie ausgeschlossen, dass wir nicht doch also quasi in die zwei weiteren Zonen hier fallen, also sagen wir mal zwischen 7 und 7,5 oder sogar 5 bis 5,5. Ja, es gibt mittlerweile Leute, die prognostizieren noch tiefere Marken, dass wir die auf jeden Fall noch sehen, dass das Ganze letztendlich Auswirkungen haben wird, wie eine Kombination aus Finanzkrise und Deflationsschock von 1929 und was weiß ich alles. Und auszuschließen ist natürlich gar nichts. Die sagen dann, naja, wir sehen hier noch, ja, bis wir gehen hier runter bis 3,5. Na, ungefähr, das wäre dann hier, da habe ich noch gar nichts eingezeichnet. Das wäre dann hier unten. Mache ich jetzt auch nicht, weil das wäre einfach nur das Nachplappern, was andere sagen. Und meine sozusagen, so, meine Positionierung ist eben hier in diesen hier. Und man muss dazu sagen, ich hatte, glaube ich, diese Balken hier schon eingezeichnet, da waren wir noch über 10.000. Und tja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, ich bin investiert mit minimalen Positionen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wie soll ich jetzt hier eine Short? Weil ich wollte auch bei den Short-Positionen sagen, gut, habe ich jetzt ein bisschen sozusagen das Ganze ausgeglichen. Ja, bin mir da auf plus minus null rausgekommen. Wenn wir eine Gegenbewegung jetzt sehen würden, ja, was natürlich immer die Möglichkeit besteht, also zurzeit ist ja nichts normal, aber was im Normalfall, normalerweise ist es ja so, dass wenn wir starke Ausschläge sehen, also starke Wochenkerzen, ja, in eine bestimmte Richtung, ja, sehr, sehr volatil, dass dann irgendwann eine Wochenkerze kommt, die weniger volatil ist. Ja. Und darauf folgend vielleicht eine Wochenkerze, die ungefähr ausgeglichen ist, ja, wo sich der Markt sozusagen einpendelt. Ja. Und dann eine leichte Konsolidierungsphase vielleicht, wo wir sagen, eine Wochenkerze sehen, ich sage das immer wieder, die jetzt mal nicht mehr rot ist. Ja. Also das wäre sozusagen ein Signal, dass wir vielleicht einen kleinen Rücklauf sehen. Zumindest mal auf 10 oder 10,5. Ja. Und das kann gar nicht, das muss nicht unbedingt mit den News, ja, oder was du jetzt hier lokal erlebst, ja, irgendwelche Shutdowns, Läden schließen und so weiter, muss das gar nicht korrelieren unbedingt. Ja. Es muss nicht so sein, dass wenn an diesem Wochenende die Geschäfte geschlossen werden, am Montag drauf der DAX nochmal um 1000 Punkte fällt, weil in Bayern und in München die Läden geschlossen werden. Ja? Das muss nicht unbedingt so eins zu eins korrelieren, ja? Weil eben das meiste, was du hier immer siehst in den Charts, immer schon sozusagen die Zukunft ist. Ja? Es gibt natürlich dann so diese Schocks, mit denen keiner gerechnet hat und die sind dann sehr wohl 1 zu 1 mehr oder weniger. Also das heißt, so wie halt am Wochenende immer so eine Hiobsbotschaften kommen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien erklärt den Ölkrieg, ja, gegen Russland oder so, dann war das in der Tat so, dass du am Montag drauf eben dann diesen Schock hast. Ja. Wie gesagt, das ist eben die große Frage. Hat der Markt, schockiert sich jetzt der Markt aufgrund dessen, dass jetzt hier in Bayern oder in Deutschland hier die Läden schließen? Oder ist der Markt tatsächlich schon von vornherein davon ausgegangen, dass es hier in Deutschland genauso passieren wird wie in Spanien und in Italien? Nur, dass wir halt hier einfach, ja, einfach ein sehr ja, dezentralisiertes System haben, sagen wir es mal so. Ja, die Bayern machen ihr Ding, die Berliner machen ihr Ding und so weiter. Das hat man ja schon die Woche davor gesehen, da wo
Ja, erstmal hat man in Baden-Württemberg irgendwie alle Kinos geschlossen. Dann hat man das dann hat man es in Hessen hat man sie noch offen gehabt und so weiter. Ja, also das ist jetzt sozusagen unser Ländersystem und Städtesystem. Also sogar Städte wie Hamburg und Bremen, ja, ihr eigenes Ding machen und so weiter. Entstanden aus der Historie heraus, ja, aus den ganzen Herzogtümern und so weiter, Bistümern. Aber wir nie so dermaßen letztendlich so eine Revolution hatten wie, oder so ein, ja, wie in Frankreich, da wo einfach alles komplett zentralisiert ist. Ne? Ja, das denke ich mal, dass das jetzt hat, eigentlich schon mit drin war. Wir können natürlich morgen, ich kann natürlich morgen Lügen gestraft werden, ja, wenn morgen sozusagen wupp, der DAX mit einem Schlag bei 7000 Punkte eröffnet. Tja, dann habe ich ja mit meiner viertelten Short-Position nochmal irgendwie 2,50 € verdient. Hedged aber nicht mehr so ganz das, was ich so noch an Aktien habe. Aber wie gesagt, das Entscheidende hier ist jetzt nicht vom Timing her zu sagen, hey, ich habe jetzt auf den Tag oder auf die Woche genau meine Short-Position richtig, hier bin ich eingestiegen und habe sie aufgelöst oder sowas. Ich habe ein bisschen was hedgen können und bin damit zufrieden. Ja, weil dieses Timing gibt Friemel, ja, du in der Regel öfter auf die Schnauze fällst, als wie dass du Glück hast, sozusagen. Ja. Und das hat also meiner Meinung nach wenig mit Können zu tun, weil woher zum Geier willst du wissen, was die jetzt da am Samstag annoncieren oder produzieren oder veröffentlichen und wie genau der Markt 1:1 darauf reagiert und all dieses kurzfristige Gebimmel. Sondern wichtig ist, dass du die Dinge kontrollierst, die du auch wirklich kontrollieren kannst. Und ich sage das immer wieder, wiederhole es immer wieder, auch für mich selbst, ja, und auch für diejenigen, die halt meinen Kanal hier verfolgen und etc. Und das ist zum Beispiel deine Cashquote. Ja, es gibt Leute, die kaufen fleißig, aber vergiss niemals, dass die wahrscheinlich eine Menge Cash in der Hinterhand haben. Ja, die Leute, die jetzt schon immer nachkaufen, was weiß ich. 10.000 Euro nachgekauft, 10.000 Euro nachgekauft und das veröffentlichen, 10.000 Euro nachgekauft und das veröffentlichen. Ja, super. Der hat aber in keinem seiner Videos einmal erzählt oder dargestellt, wie viel 100.000 Cash er irgendwo in der Hinterhand hat. Wenn ich 500.000 Cash in der Hinterhand habe, dann kann ich jetzt 10.000 Euro hier, 10.000 Euro da, 10.000 Euro da. Ja, überhaupt gar kein Problem, weil 10.000 Euro von 500.000 sind ja 2%. Also logisch kann ich 2% von meinen Cash-Reserven mal in Aktien investieren. Zudem noch, wenn mein ganzes Geschäft immer noch schön brav weiterläuft. Wenn ich aber insgesamt, sagen wir mal, nur 50.000 Cash habe, ja, und mein Geschäft ist gerade komplett stagniert und auf was weiß ich, wie viel Zeit und ich muss mich erstmal umschulen und mir andere Wege suchen, etc. etc., muss mich da über Wasser halten auf den ganzen Zeitraum. Dann wäre jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt, hier mit 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 in Aktien reinzugehen. Ja? Und deswegen, das ist auch das, was ich abschließend mal sagen will. Diese ganzen YouTube-Videos und so weiter, ich mache ja auch YouTube-Videos und ich schließe mich da auch nicht aus, aber deswegen sage ich es ja auch hier in dem YouTube-Video abschließend. Ich hoffe, du bist noch mit dabei. Alles, was du hier in den YouTube, wie auch wenn du jemanden zum Beispiel immer wieder verfolgst und jeden seiner Videos anschaust und so weiter, die absolute Gefahr in so einer Phase jetzt ist, dass du einen Haufen Teilwissen, ja, so hier ein Stückchen Wissen, da ein Stückchen Wissen, hier eine kleine Mini, ein Stück von der gesamten Strategie, da ein Stück von der anderen gesamten Strategie und so weiter. Und nie das komplette, also mit komplett meine ich 100 fucking Prozent. Ja, von dem, was eine bestimmte Person oder Kanal oder Aktienguru oder sonst was, die kompletten 100% einer Person, und ich meine damit jetzt nicht irgendeine Person, ja, bitte nicht wieder irgendwie sensibel sein und irgendwelche Kontra-Videos machen oder sonst irgendwas, und ich meine, das ist nicht auf irgendwelche Personen bezogen, sondern auch vom, wie soll ich sagen, Prinzip Internet. Ja, und wie du Informationen, das gab es ja vor 15 oder 20 Jahren in dem Sinne noch gar nicht. Ja, das ist ja so eine neue Erscheinung. Wenn du jünger bist, das ist für dich jetzt irgendwie selbstverständlich, aber letztendlich,
Du hast überall so Teilwissen jetzt, ja, von unterschiedlichen Kanälen und so weiter. Und selbst wenn du nur einen einzigen verfolgst, ja, dann hast du da auch niemals die absoluten 100%. Du schaust nicht den seine kompletten Bücher durch. Und mit Bücher meine ich jetzt, der offenbart dir nicht seine komplette Buchhaltung. Ja, was hat er noch alles? Wo hat er noch Reserven? Welches Vermögen hat er noch und so weiter, dass er sich eben jetzt gerade leisten kann, hier 10.000 Euro nachzuschieben, 10.000 Euro nachzuschieben oder diese Short-Strategie zu fahren und das zu tun und jenes zu tun und dieses zu tun. Ja, ich finde das teilweise, und man sieht es auch in den Kommentaren, sind die Leute auch verwirrt teilweise von Leuten, die sie schon länger auch von Aktienkanälen oder Tradingkanälen und so weiter, wo sie länger schon verfolgen, sind die Leute auch teilweise verwirrt. Ja, weil sie halt heute sehen, am Samstag sehen sie ein Video über Trading, am Sonntag sehen sie ein Video über Long-Term-Investment und dann wieder ein anderes und so weiter und so weiter. Ja. Ich blende hier nochmal kurz so einen Kommentar ein, den ich auch gestern dann hier entsprechend beantwortet habe, weil ich da wirklich mit auf demselben Boot bin, auf derselben Linie. Ja. Es ist super easy hier in so einen chaotischen Mindset reinzufallen, also wo man dann am Ende nicht mehr weiß, was man eigentlich machen soll. Und einfach Ruhe bewahren, ja, und ja, haltet euer Pulver trocken, Leute. Und selbst wenn es jetzt irgendwie eine fette Gegenbewegung kommt, ja, sagen wir, übermorgen geht das Ding 2000 Punkte nach oben, ja, und ich war nur zu 10% investiert. So what? Ja, so what? Ja. Also, es gibt noch was anderes im Leben, als wie dein Geld in Aktien zu investieren. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du aus deinem Geld, was mit deinem Geld Sinnvolles anstellen kannst. Dann bist du halt dann mal mit den paar Aktien nicht dabei gewesen oder was. Ja, dann bilde dich fort. Ja. Lerne, wie du sozusagen aus diesem Digitalisierungsschub jetzt irgendwie profitieren kannst. Ja, mach irgendwas mit Online, keine Ahnung, Dropshipping, Amazon. Ja, wir haben jetzt wieder gesehen in der Krise, wie Amazon sogar in dieser Krise profitiert. Bilde dich weiter mit Amazon, ja, oder bilde dich weiter mit irgendwas anderem. Es gibt tausend Möglichkeiten. Du hast heutzutage so viele Möglichkeiten. Ja, als ich 20 war, als ich 16 war, 17 war, ja. Da hieß es so, was willst du jetzt werden? Ja, alles, was mich in der Realschule damals irgendwie interessiert hat, war irgendwie Sport und nicht mal da alles. Ja, da war auch viel Kram dabei. Also Hockey habe ich gespielt und was habe ich noch gemacht? Ja, ins Fitnesscenter bin ich gegangen, 3 Stunden am Tag und ein paar Kampfsportarten und das war eigentlich mein ganzes Leben. Ja, und da hieß es, ja, so, jetzt ist die Schule vorbei, jetzt musst du was lernen. Ja, dann sage ich, ja, dann habe ich in die Runde gefragt, hey Leute, was macht ihr alle? Dann haben irgendwie 75 oder 80% der Leute die Hand hochgehoben, dass sie Industriekaufmann machen und dann waren da noch zwei Bankkaufmänner dabei. Das hat mir damals schon scheiße langweilig irgendwie vorgestellt. Dann war einer Immobilienmakler dabei. Die haben aber damals nur Abiturienten genommen. Und der ist dann nur reingekommen, weil mit über Beziehungen und vielleicht noch einer mit Versicherungen. Aber ich glaube, 80, 90% oder so der ganzen Klasse hat Industriekaufmann gemacht oder Bürokaufmann, was das Gleiche ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt auch. Ja. Ja, was hast du da damals gehabt? Informationen, du hast Informationen irgendwo, dann gab es so von irgendwelchen Arbeitsämtern und so, gab es Informationstage, dass sie dann informieren können und so weiter mit irgendwelchen Prospekten und so weiter. Sowas von Oldschool, das könnte ich meistens von euch vielleicht gar nicht mehr vorstellen, ja. Und heute machst du deinen Computer an und hast alles an Informationen da. Ja, also du kannst dich fortbilden für 20 Euro und lernen ohne Ende, umsetzen, ausprobieren, ja, wenn du ein bisschen Kohle hast. Irgendwie dein eigenes Online-Business dich da durchkämpfen, was auch machen und tun. Ja? Es gibt noch andere Dinge im Leben, als wir jetzt nur, sag mal, wenn du sagen solltest, naja, ich habe jetzt ein bisschen Cash übrig, aber diese ganze Börse, das ist mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Ja. Und das wird dir auch sonst keiner hier sagen,
von diesen ganzen Trading und von diesen ganzen Aktienkanälen und so weiter. Ja, warum? Weil die halt nur dieses Thema beackern. Ja? Weil die einfach nur dieses eine Thema beackern und natürlich dann irgendwann auch dir mal was verkaufen wollen oder was weiß ich, oder zumindest dich als Abonnenten behalten wollen. Und dir einfach dieses Komplettbild, ja, also gar nicht irgendwie ja, bieten wollen. Ja, also das heißt, ja, also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.